Willkommen zu einem neuen Video. Ich musste nochmal von vorne anfangen, weil ich, gut vorbereitet wie ich immer bin, nicht wusste, wie viele Bücher ich jetzt eigentlich im Oktober gelesen habe, denn es sind echt einige, da ich auch noch 3 E-Books gelesen habe und dazu noch die optischen Bücher, die ich da habe, komme ich insgesamt auf 13 Bücher, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ansonsten schreibe ich euch die korrigierte Nummer oder Anzahl nochmal hier ins Bild. Das sind meine schlauen Zettel, denn 13 Bücher sind ganz schön viel und da muss man sich das Erinnerungsvermögen so ein bisschen anschieben. Daher habe ich mir dann überall noch ein paar Notizen zugemacht. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie bei euch so der Oktober lief. Ich hatte das Gefühl, dass das mein bester Monat dieses Jahr war. Ich habe so viel gelesen und das, obwohl ich echt nicht so viel Zeit hatte und es ziemlich stressig war auch zwischendrin. Aber wahrscheinlich habe ich das damit kompensiert. Also bei mir läuft es meistens so, dass wenn ich in einer stressigeren Phase bin, dass ich umso mehr lese, um das wieder auszugleichen, weil Lesen ja für mich absolute Entspannung und Abschalten ist. Und wenn ich viel Freizeit habe, muss ich nicht so viel abschalten und dadurch lese ich dann automatisch wieder etwas weniger. Falls es jemandem auch so geht, meldet euch gerne, weil ich komme mir irgendwie so ein bisschen so vor, als würde ich die Einzige sein, bei der das so abläuft. Genau, also Lesemonat Oktober war echt geil. Wo fange ich denn an? Ich fange, glaube ich, erstmal bei einem Buch an, das ich so ein kleines bisschen wegschieben kann, denn es ist das Leserundenbuch von Franzi und mir von unserem monatlichen Fantasy-Livestream. Und unserer Leserunde dazu. Und zwar war es das Buch Der schwarzzüngige Dieb von Christopher Böhmann. Und ich blende euch die Cover natürlich wieder alle ein. Ja, so viel muss ich dazu gar nicht sagen. Ich werde euch definitiv den Livestream dazu noch verlinken. Aber auf jeden Fall erwartet euch hier eine richtig coole Questgeschichte. Und zwar geht es um Kinchna Shanach. Er gehört der Nehmergilde an. Das ist eine Gilde, in denen ja, Betrüger und Diebe ausgebildet werden und dann Teil der Gilde sind und für diese Gilde ja, ihren Einfluss ausweitet und bestimmte Aufgaben übernimmt und auch Aufträge. Kinch ist noch Mitglied dieser Gilde, weil aufgrund seiner kostenintensiven Ausbildung hat er einiges an Schulden angesammelt. Und ja, und irgendwie muss er die jetzt so abarbeiten mit Aufträgen, die die Gilde ihm erteilt. Das ist auch so ein bisschen der Aufhänger für die Reise, auf die sich Kinch macht, denn er bekommt den Auftrag, sich an eine Ritterin zu hängen, die selbst einen Auftrag verfolgt und sie zu begleiten. Aber dabei auch immer wieder im Kontakt mit der Gilde zu sein, bis die Gilde entscheidet, jetzt erfährst du, was dein konkreter Auftrag ist, also Schritt 1. Begleite sie so lange, bis wir dir was anderes sagen. Und diese Ritterin ist nicht irgendjemand. Diese Ritterin nennt sich Galva oder heißt Galva. Und ja, und sie ist eine sehr besondere Person, denn sie ist erstens eine herausragende Kämpferin. Und was man nicht so weiß, ist, dass sie einen Kampfraben mit sich herumträgt. Denn wir haben es hier mit Magie zu tun, die ziemlich, ziemlich cool ist. Galva beherrscht diese bis zu einem gewissen Grad, beziehungsweise hat sie eine Tätowierung, die die Magie für sie wirkt. Und mit dieser Tätowierung ist ihr ein Kampfrabe eintätowiert worden, also Teil ihrer selbst geworden, den sie hervorrufen kann. Und damit hat sie natürlich einen Begleiter, der sehr gefährlich wird und ja, und sie vor so ziemlich allem beschützen kann. Genau, und so machen sich die beiden auf dem Weg nach einem holprigen Start und sie begegnen dann im Laufe der Geschichte natürlich noch weiteren Personen. Unter anderem kommt noch, ja, wie heißt sie denn? Ist mir irgendwo aufgeschrieben? Nein, ich habe es mir nicht. Es kommt noch eine Zauberin dazu. Ich habe ihren Namen jetzt leider. Norrigal. Norrigal kommt dazu. Ha, wenn man nur lange genug drüber nachdenkt. Sie ist eine Zauberin und wird ihnen an die Seite gestellt. Sie ist noch ein bisschen unerfahren und ihr unterlaufen das ein oder andere Mal so kleine Ausrutscher, was das alles natürlich noch ein bisschen spannender macht, aber auch den gewissen Witz mitbringt. Und sie ist aber dennoch eine sehr selbstbewusste Persönlichkeit und weiß genau, was sie möchte, auch wenn sie in ihrer Zauberkraft noch ein kleines bisschen mehr Übung braucht. Insgesamt ist das Buch unglaublich humorvoll.
Des Weiteren zeichnet sich der Schreibstil auch dadurch aus, dass wir hier auch Kraftausdrücke, auch innovative neue Kraftausdrücke mit einbeziehen, weil es auch gewisse Sprachen gibt, die hier mit dazukommen. Das Worldbuilding wird sehr genau beschrieben, aber nicht irgendwie, es gibt einen Abschnitt mit Worldbuilding und das war's, sondern es wird immer wieder was Neues reingeschmissen und das zu unterschiedlichsten Thematiken oder Teilen des Worldbuildings. Also es geht vielleicht das eine Mal um die Magie, es geht das andere Mal über die unterschiedlichen Völker, dann haben wir wieder etwas zu diesen magischen Tattoos und so weiter und so fort. Und das ist dann halt auch recht herausfordernd, weil dadurch wird die Geschichte ausgeschmückt, aber auch zum Teil etwas ausschweifend, bis wir wieder zur Hauptgeschichte zurückkommen. Genau, also für mich ein richtig, richtig, richtig gutes Buch. Ich habe dem Buch 4,5 Sterne gegeben, 4 oder 4,5 Sterne. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Jetzt vom Gefühl her würde ich 4,5 Sterne geben, denn jetzt kommt mir diese See-Episode, die darin vorkam und die es für mich ganz schön in die Länge gezogen hat. Ja, kommt mir jetzt im Nachhinein, nachdem etwas Zeit vergangen ist, nicht mehr so schlimm vor. Während des Lesens war es natürlich ganz schön, ja, lesebehindernd. Also es hat mich da ein bisschen gebremst in meinem Enthusiasmus, das Buch zu lesen. Aber es war richtig cool. Es ist sehr brutal. Mit dem Schreibstil muss man auch etwas klarkommen, da man auch direkt angesprochen wird. Es gibt auch wieder solche Voraussagen, also Sätze wie: Hätte ich da schon gewusst, dass alles gleich schief läuft? Solche kleinen Teaser, die die Spannung natürlich vorantreiben, aber auch in gewisser Weise ab und zu auch mal einen Spoiler beinhalten, sodass dann nur noch der Weg unwahrscheinlich ist, aber man kennt schon das Ergebnis davon. Also richtig, richtig cool. Ja, kann ich sehr empfehlen. Super Buch. Als nächstes E-Book habe ich gelesen Die versteckte Apotheke von Sarah Penner. Ein Buch, das optisch einfach wunderschön ist, aber mich nicht so ganz überzeugen konnte. Also ich fand es trotzdem überraschend gut, da ich mit historischen Romanen nicht so viel anfangen kann. Es ist zumindest unter historischen Romanen einzuordnen. Und ja, aber die Geschichte klang sehr, sehr cool und gerade der eine Teil der Geschichte, der in der Vergangenheit spielt, der hat mich richtig abholen können. Aber erstmal zur Geschichte. Und zwar geht es in der Geschichte um eine gut versteckte und gut getarnte kleine Apotheke in einer ziemlich unbedeutenden Nebenstraße in London. Es ist, glaube ich, auch was, die Beer Street, also die Bernstraße oder Bärengasse. Und dort hat Apothekerin Nella ja, ihre medizinischen Hilfsmittelchen und nicht nur das, sondern auch Gifte. Diese Apotheke ist für Frauen gedacht, ausschließlich für Frauen, die einerseits Heilung bedürfen, andererseits auch unter ihren sehr herrischen, grausamen, möglicherweise auch vergewaltigenden und Männern gedemütigt und ja, missbraucht werden. Und ihnen das Leben schwer machen. Und so bietet Nella neben den Apotheker, neben den üblichen Apothekenmittelchen auch Gifte an. Gifte, um das Leben der Frauen dann zu erleichtern, also indem die Männer dann einfach über den Jordan gereicht werden. Ja, also die Männer werden dann in diesem Fall vergiftet. Aber auf eine Weise, Nella wählt die Mittelchen auf eine Weise aus, dass der Verdacht nicht darauf fällt, dass die Männer vergiftet worden sind, sondern dass aufgrund einer bestimmten Eigenschaft des Mannes dann einfach gemutmaßt wird, ja, er hat zu viel getrunken, er hatte sowieso schon Herzprobleme, dementsprechend war das absehbar, irgendwie sowas. Ihr komplettes Leben ändert sich, als ein junges Mädchen im Auftrag ihrer Herren zu ihr kommt. Und zwar ist das die junge Eliza, die dann auch noch eine sehr starke Rolle einnimmt. Und zwar hat sich ihr Herr unter anderem auch an Eliza vergangen und die Herrin hat entschieden, nein, das geht so nicht. Und dementsprechend hat Nella ihren Auftrag bekommen. Doch mit diesem einen Fall, ja, verändert sich so ein bisschen was oder gut was und es kommt dann noch ein weiterer Fall hinzu,
der das alles ins Wanken bringt und auch die Apotheke, die ihr sehr am Herzen liegt, bedroht. Dann gibt es einen kleinen Zeitsprung. Wir springen in die heutige Zeit und dort geht es dann um Caroline, also ungefähr 200 Jahre später in Carolines Leben. Sie ist in London unterwegs und verdaut gerade die Nachricht, dass ihr Mann fremdgegangen ist. Und so ist sie zu ihrem Jahrestag allein nach London geflogen, um dort ja ihre Gedanken zu ordnen, ihr Leben zu überdenken und zu überlegen, was möchte sie eigentlich. Und dort stößt sie dann an der Themse auf ein kleines Fläschchen mit einem kleinen Bären drauf, mit einer Markierung. Und da kommt die Historikerin in ihr zum Vorschein und sie möchte unbedingt herausfinden, was dieses Fläschchen zu bedeuten hat, was für eine historische Bedeutung dahinter liegt. Und so kommt sie so Stück für Stück auch auf Nellas Geschichte. Ja, also erstens hat mir der Schreibstil von Sarah Penner unglaublich gut gefallen. Ich bin so in die Geschichte hineingesogen worden, dass ich das Gefühl hatte, gerade in Nellas Geschichtsstrang wirklich dabei zu sein. Also ich konnte es mir so gut vorstellen. Es hat sich wie ein Film vor meinen Augen abgespielt. Also richtig, richtig tolle Art und Weise, dieses Buch zu schreiben. Man ist dadurch natürlich auch viel näher an den Figuren dran. Also gerade emotional war ich sehr an Nella und auch an Eliza dran. Bei Caroline war das Problem, also Caroline konnte ich auch sehr gut nachvollziehen und war auch bei ihr ziemlich gut in ihrem Erzählstrang verwickelt. Nur hatte ich mir die beiden Ebenen, wie sie miteinander zusammenhängen und vielleicht auch miteinander sich verweben, hätte ich mir etwas nicht spannender, aber schon etwas anders vorgestellt auf jeden Fall. Und das ist so ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen hinten untergefallen. Dadurch ist es auch so gewesen, Nellas Geschichtsstrang hat mich natürlich viel stärker interessiert. Ich mochte es aber dennoch, wenn Caroline auf bestimmte Aspekte gestoßen ist, die dann auch für Eliza und für Nella interessant waren und wie es dann in Wirklichkeit war. Denn in Zeitungsartikeln etc. steht natürlich nur eine gewisse Sicht. Wie es dann in Wirklichkeit war, kann sich niemand so richtig ausmalen. Und dann aber die richtigen Geschehnisse in Nellas Perspektive zu lesen, das hat schon ziemlich Spaß gemacht. Aber ansonsten hatte ich das Gefühl, dass Caroline gar nicht so viel beizutragen hat. Dass das nur so ein hübsches Beiwerk war. Und auch dieses kleine bisschen Drama, was am Ende noch aufgetaucht ist. Das hat mich auch schon eher enttäuscht, das hat mich dann auch nicht mehr so wirklich interessiert. Der Fokus für mich und das Herausragende war wirklich der Erzählstrang rund um Nella und die Apotheke. Die Atmosphäre war großartig und Nellas Schicksal hat mich allgemein sehr berührt. Also falls ihr auch historische Romane eher aus dem Weg geht, kann ich diese Geschichte definitiv empfehlen, da wir hier wirklich eine sehr, sehr schöne, spannende Geschichte, gerade was Nellas Erzählstrang angeht, erfahren. Mit viel interessantem Apothekerwissen auch. Also da ist sie auch nicht, da erzählt sie auch schon einiges. Und einfach die Motivation, warum sie so eine Apotheke führt und wie das auf das Leben der Menschen um sie herum in London aufgenommen wird und die Frauen, denen sie begegnet, das war einfach richtig cool. Und auch, ja, alles drumherum. Also die Atmosphäre, die Welt, es war so ein richtiger kleiner Zeitsprung und ich konnte mir das richtig gut vorstellen. Also wirklich, wirklich eine tolle Geschichte mit ein paar Abstrichen, aber dennoch im Großen und Ganzen sehr, sehr gut. Genau, dann sind wir auch schon fast durch. Ich gucke mal, ob ich noch ein E-Book auf meiner Liste habe. Ich glaube, eins hatte ich noch mit drauf. Wie konnte ich es vergessen? Es war einfach unglaublich toll. Hat auch 5 Sterne von mir bekommen, obwohl es nur eine kleine Kurzgeschichte ist. Und zwar geht es um ein E-Book von Ellie Hazelwood, das erschienen ist. Und zwar heißt es Under One Roof, Liebe unter einem Dach. Und zwar ist es eine kleine Kurzgeschichte zu Mara. Und sie ist Teil einer Freundesgruppe. Also Mara, Sadie und Hannah sind 3 Freundinnen. Und um die geht es in 3 kürzeren Geschichten. Die sind jetzt, entweder sind sie gerade schon im Englischen erschienen oder erscheinen bald unter einem
unter einem kompletten Buch, also drei Geschichten in einem Buch. Das müsste Loath to Love You heißen. Das sind dann diese Novellen mit Under One Roof, Stuck with You. Stuck with You müsste auch schon raus sein. Das wollte ich demnächst auch als E-Book lesen. Und Below Zero, das im Januar kommen müsste. Ja, genau. Und das erscheint komplett als Buch im Englischen mit allen drei Geschichten. Und im Deutschen soll es, glaube ich, auch erscheinen. Müsste ich aber noch mal konkret nachschauen. Auf jeden Fall ist es eine sehr, sehr süße, tolle Kurzgeschichte rund um Mara. Sie ist Umweltingenieurin und hat das Haus oder ja, das Haus ihrer Mentorin geerbt, für die sie, mit der sie auch eine innige Bindung hatte. Und ihr hat es wirklich das Herz gebrochen, als sie gestorben ist. Und so macht sie sich auf zu ihrem neuen Job. Und da kommt es ihr gerade gelegen, dass sie das Haus dort geerbt hat, um erstmal mittelfristig da einzuziehen und sich die Miete zu sparen. Und ja, und so erstmal sich ein Leben aufbauen zu können. Und was sie aber dabei nicht bedacht hat, ist, dass sie nur einen Teil eines Hauses geerbt hat. Den anderen Teil besitzt der Neffe von ihrer Mentorin Helena, und zwar Liam, wollte ich sagen, Liam. Und dieser arbeitet zufällig für einen der größten Konzerne, dem die Umwelt ja, nicht interessiert. Und das ist natürlich ja, schon ein gewisser Ansatzpunkt für Konflikte. Und auch die erste Begegnung ist schwierig zwischen beiden. Und so zieht sich das auch durch die ersten Tage, Wochen, Monate zwischen beiden, bis sich so wirklich Auftauwetter ja, anbringt und sie einander näher kennenlernen und ja auch gewisse Vorurteile gegeneinander, gegen ja, zueinander über einfach drüber werfen. Oh Gott, ich kann mich gerade nicht ausdrücken, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, ich mache das jetzt nicht nochmal alles neu. Ja, und was soll man sagen? Die Geschichte geht recht flott voran. Wir haben nur knapp 120 Seiten, so ungefähr. Plus minus bei E-Books kann ich mir da auch nicht nur so wirklich sicher sein, wie viele Seiten das wirklich sind, da mein E-Book-Reader das auch manchmal sehr seltsam darstellt. Genau. Und es ist wieder unglaublich humorvoll. Es ist gerafft, dadurch hat man auch das Gefühl, ab und zu, man verpasst ein bisschen. Also mir geht es so, dass ich bei Ellie Hazelwoods Geschichten einfach alles erfahren möchte. Und hier hat man eben diese Auslassungen, die die Geschichte so ein bisschen in Zeitrafferart erzählen. Dennoch hat es mich unglaublich mitgenommen. Ich habe viel gelacht. Man hat mitgefiebert, wie die Annäherung zwischen beiden so stattfindet und welche Komplikationen damit eingebaut wurden. Und ja, also es war wirklich schön, herzerwärmend. Ich habe viel, viel Spaß damit gehabt und freue mich bald, die nächste Geschichte davon lesen zu können. Und natürlich wird dann das komplette Buch insgesamt bei mir auch noch einziehen. Weiter geht es mit einem Buch, das ich euch, glaube ich, schon mal hochgezeigt habe bei Büchern, die ich im Moment lese. Und dieses Buch, das hat auch ein bisschen mehr Zeit benötigt, weil es nicht einfach irgendein Buch ist, was man schnell wegliest. Es ist ein Sachbuch, und zwar ist es von Sabine Steindorr, Notiz an mich, ich bin genug. Das ist dieses wunderschöne Sachbuch aus dem Lux Verlag über Mental Health. Also es geht hier um also nicht nur interessante, sondern auch wichtige Aspekte, wie man mit sich selbst achtsamer umgeht, liebevoller umgeht. Selbstakzeptanz, Selbstwertgefühl. Das sind so Themen, die irgendwie bei jedem mal aufkommen, gerade wenn es um persönliche Ängste geht oder um Stärken und Schwächen von sich selbst in gewisser Weise wahrzunehmen, anzunehmen auch. Und das fand ich wirklich, wirklich toll. Sie packt hier sehr, sehr viel von sich selbst mit rein. Also neben den kurzen Überblicken in die Themen packt sie auch viel von ihrer eigenen Erfahrung mit rein, was ich sehr cool fand, weil man dadurch auch direkt eine Beziehung aufbaut und das dann auch eher, wenn man so ein praktisches Beispiel mit dabei hat, eher für sich veranschaulichen kann, was mit den Worten, die sie hier theoretisch mit einbringt, eigentlich gemeint ist.
Daneben gibt es auch viele, viele Übungen. Dadurch hat es auch einiges an Zeit gekostet, das Buch durchzulesen, weil es auch ein gewisses Durcharbeiten war. Ich weiß gar nicht, ob man da hier so zwei, drei kleine Sachen. Ja, genau, das hatte ich zum Beispiel noch nicht ausgefüllt. Da wollte ich einfach eine konkrete, ruhige Phase finden, habe ich aber noch nicht geschafft. Die habe ich mir dann nur markiert. Da hat man hier auch tatsächlich direkt Fragen, mit denen man sich zum Thema dazu beschäftigen kann und auch viele Tipps und Anhaltspunkte, um bestimmte Sachen für sich selbst umsetzen zu können. Es gibt auch Übersichten zu Übungen, Meditationsübungen auch dann im späteren Verlauf. Und ja, und das ist wirklich, wirklich toll, ein Einsatz, der für mich so richtig prägend gewesen ist und den ich auf jeden Fall von Anfang an bis zum Ende mitgenommen habe, ist einfach der Gedanke, ich bin nicht meine Gedanken. Und das ist halt so etwas, das muss man, glaube ich, tatsächlich lernen, diesen Satz zu verinnerlichen. Und darüber habe ich auch lange nachgedacht und dadurch hat das Buch mir schon alleine mit dem Lesen und mit dem Bearbeiten bestimmter Aufgaben schon viel geholfen. Ich werde da auch noch weiter dran arbeiten. Also es ist jetzt nicht so, ich habe es gelesen und dann kommt es weg. Ich werde das wahrscheinlich immer mal wieder zur Hand nehmen und dann noch die restlichen Übungen, die noch verblieben sind, dann auch noch Stück für Stück nacharbeiten, ausarbeiten. Und ja, also es ist ein wirklich, wirklich tolles Buch. Also deshalb gibt es auch für sowas keine Wertung. Ich fand es großartig. Eine Wertung möchte ich gar nicht geben in Sternen, weil das halt einfach etwas Persönliches ist. Und es gibt sicherlich Menschen, die sich damit eher weniger auseinandersetzen möchten oder von sich überzeugt sind, dass damit muss ich mich auch nicht auseinandersetzen. Und dann ist dieses Buch für diese Menschen halt einfach auch nichts Besonderes und ja, einfach nicht gut. Aber für all jene, die sich damit beschäftigen wollen, glaube ich, ist das eine große Hilfe und ein schöner Ansatzpunkt. Ja, und ja, ich kann es einfach nur empfehlen. So, das ging recht schnell. Und dann mache ich mit einem Buch weiter. Oh Gott. Also all jene, die auch meinen Beitrag oder meine aktuellen Lektüren, die ich immer mal so im Livestream mit Franzi erwähne, mitbekommen haben, die haben dieses Buch echt, echt häufig genannt bekommen bei Büchern, die ich aktuell lese. Und ich habe es endlich beenden können. Ich habe es endlich, endlich beenden können. Und zwar geht es um Never Night, das Spiel von Jake Kristoff, Band 2. Und ja, ich habe es endlich geschafft. Endlich, endlich habe ich es geschafft, das Buch zu beenden. Ich kann natürlich nicht viel zum Inhalt sagen, denn ja, es ist ein zweiter Band. Es würde enorm spoilern, wenn ich hier irgendwas zu bestimmten Figuren sage, aber ich kann zumindest so ein paar Stichworte oder so ein paar Schlagworte zum Buch verlieren. Und zwar geht es hier um Gladiatoren, um Arenakämpfe, und natürlich um Kämpfe um Leben und Tod, um Intrigen, um geheime Machenschaften, ja, und Vergeltung und Rache, wodurch sich ja auch diese ganze Geschichte auszeichnet. Kann man nicht viel mit anfangen, aber so ein gewisses Feeling für die Umgebung und für das Setting, gerade mit den Gladiatoren, bekommt man zumindest schon mal. Es geht hier wieder um zwei parallel erzählte Erzählstränge, die sich dann miteinander verbinden. Also auch Zeitsprünge, die ein Stück voneinander entfernt sind und mit denen man am Anfang gar nicht so viel anfangen kann, weil man immer wieder überlegt, wo kommt jetzt oder wo besteht jetzt die Beziehung oder der Zusammenhang? Gerade wenn man es als Hörbuch hört, habe ich festgestellt, wird das ziemlich schwierig. Beim ersten Buch war das kein Problem, weil da habe ich es ja nur gereadet im Sinne von, ich hab das Buch einmal gelesen und habe es dann als Hörbuch nochmal gehört. Und dadurch wusste ich, welcher Erzählstrang zu was gehört und wie das miteinander verstrickt ist. Band 2 kannte ich ja noch nicht. Und deshalb war es ziemlich blöd, das auch als Hörbuch zu hören. Ja, aber irgendwann bin ich doch durchgestiegen, habe dann auch noch das Buch parallel gelesen und dann konnte ich es auch endlich, endlich, endlich beenden. Ja, was soll ich sagen? Also insgesamt habe ich dem Buch 4 von 5 Sternen gegeben, weil das Ende hat es nochmal richtig rausgehauen. Also ein Großteil in der Mitte. Also nach dem ersten Drittel, dann das komplette zweite Drittel war für mich
viel zu ausschweifend. Das konnte mich nicht für sich einnehmen. Es war ja einfach absolut langatmig. Aber das Ende und die Twists, die dann noch kamen und die Erkenntnisse, die dann gewonnen wurden, die haben es für mich nochmal rausgerissen. Also für mich tatsächlich eher ein schwächerer Band. Ich habe auch so überlegt zwischen 3,5 und 4. Ich habe mich dann für 4 entschieden, weil die Twists und das, was am Ende aufgedeckt worden ist, wirklich so stark waren und mich so überrascht haben, dass es das so ein bisschen aufwiegt. Genau, und das ist eigentlich schon der größte Teil. Also der Rest war wieder großartig. Die Figuren, die Geschichten dahinter, die Kämpfe, auch die Beziehungen zwischen Figuren, die hier noch etwas genauer ausgearbeitet worden sind. Alles tippitoppi. Aber die Langatmigkeit, dieser zähe Mittelteil, der hat mich ganz schön hängen lassen. Und ja, man hat es ja gemerkt, wie lange ich daran gelesen habe. Und zack, die letzten paar Seiten gingen halt dann ruckzuck weg. Also bisher, es fehlt mir ja noch Band 3. Und Band 3 soll ja auch so ein bisschen zwiespältig von der Fangemeinde aufgenommen werden oder geworden sein. Kommt es für mich, die Nevernight-Bücher, einfach überhaupt nicht an Empire of the Vampire ran, also das Reich der Vampire. Das konnte mich bisher am stärksten und am größten beeinflussen und für sich einnehmen. Aber ich bin gespannt, wie Band 3 ausgeht. Ja, und dann werde ich mal schauen, wie ich dann das Gesamtresultat, die Gesamtgeschichte bewerten würde. Genau. So, nun kommen wir zu einem Buch, auf das ich mich sehr gefreut habe und das ich nur per Zufall entdeckt habe. Denn es gab mal wieder so Mängelexemplare und da bin ich dann mal die Mängelexemplare durchgegangen und ja, und da ist mir zufällig ein Buch in die Hand gefallen, das ja schon erschienen war. Das wusste ich überhaupt nicht. Ich kannte nur diese knalligen, bunten Cover aus dem Englischen. Und dass da schon ein Buch erschienen war, ich glaube 2020, ich weiß es gar nicht, aber ja, ich glaube 2020. Ja, das hat mich ganz schön überrascht und deshalb musste es auch einfach bei mir einziehen, weil für 3,99 kann ja eigentlich nicht so viel schief gehen. Und zwar ist es Verliebt in deine schönsten Seiten von Emily Henry. Das kennen viele wahrscheinlich unter dem Titel Beach Read, in diesem wunderschönen, knalligen Farbcovern. Und zwar geht es in diesem Buch um January Andrews und um Augustus Gus Everett. Die beiden begegnen sich. Nach dem Tod von Januarys Vater zieht sie in das Haus, das ihr hinterlassen worden ist, weil sie gerade in größeren Geldschwierigkeiten steckt und auch ihr nächstes Buch noch ganz schön auf sich warten lässt. Genauer gesagt hat sie noch fast nichts geschrieben. Und das Geld wird langsam knapp. Und ihre Agentin wartet auch, beziehungsweise ihre Lektorin wartet auch schon wieder auf das nächste Manuskript. Und so zieht sie sich zurück. Um Geld zu sparen, bleibt sie erstmal in dem Haus, das ihr Vater besessen hat. Und das aber nicht alleine, sondern mit einer Geliebten. Was January auch ganz schön zu knabbern gibt. Also insgesamt kein so guter Start. Interessant ist dann aber, dass nebenan ein weiterer Schriftsteller lebt, und zwar ist das Gus Everett. Und er ist wirklich schon gerade in der literarischen Szene, in der anspruchsvolleren literarischen Szene sehr bekannt. Er schreibt Bücher, die ja keine Happy Ends haben, die gesellschaftskritisch und ja einfach etwas anspruchsvoller sind. Wenn man anspruchsvoll jetzt eher in Anführungszeichen setzt, weil ich persönlich finde, dass es sowas wie anspruchsvollere Literatur in dem Sinne gibt, es nur sprachlich anspruchsvoller ist. Einfach, es liest sich holpriger, es liest sich hochgestochener, aber anspruchsvoller würde ich jetzt von den Themen her nicht sagen, denn Fantasy-Romane und Jugendbücher können genauso gesellschaftskritisch sein und nicht alle Bücher, auch nicht alle Romance-Bücher haben ein Happy End. Also die Meinung dazu ist bei mir ein bisschen defiziter. Aber das ist so der grobe Unterscheidung. Sie schreibt lieber Liebesgeschichten mit Happy End und viel, viel Herz und Liebe und er eher nicht. Die beiden begegnen sich und beide stecken in einer Art Schreibflaute. Sie haben kein richtiges Konzept, die Worte wollen nicht fließen und so
gehen sie einen kleinen Pakt ein, und zwar tauschen sie die Genre. January soll im Genre von Gus schreiben und Gus soll eine Liebesgeschichte schreiben. Und dazu versuchen sie sich dann auch immer wöchentlich zu bestimmten kleinen, also nicht Dates, aber sie unternehmen etwas gemeinsam. Und dabei soll die Inspiration zurückkehren. Und dabei verbringen sie natürlich auch zunehmend mehr Zeit miteinander. Genau, das ist so der Aufhänger für die Geschichte. Was ich bemängeln muss, war, dass ich gedacht hätte, dass es etwas unterhaltsamer und humorvoller wäre Richtung Elly Hazelwood. Also es hatte definitiv auch den einen oder anderen Witz dabei, aber jetzt nicht so, dass ich, ja, dass es für mich so ein richtiges Wohlfühlbuch wurde. Ich fand es spannend, ich fand es auch interessant, wie sie mit den jeweiligen Aufgaben und Herausforderungen eines Genrewechsels umging. Aber ja, das hat bei mir nicht so ganz Klick gemacht von der Geschichte her. Und ich muss auch sagen, die Geschichte ist mir im Nachhinein wirklich nicht mehr so gut in Erinnerung. Also was Details angeht, ist schon vieles, vieles weg. Es hat mich einfach nicht nachhaltig beeindruckt. Es ist nichts hängen geblieben. Es ist was für zwischendurch, auf jeden Fall. Aber ansonsten blieb auch Gus als Hauptprotagonist relativ blass. Also erst gegen Ende hat man so ein bisschen mehr erfahren. Und natürlich lernt man ihn dann gemeinsam mit January kennen. Aber dadurch, dass er sich wirklich so lange zurückhält, wird es schwierig, da eine Beziehung aufzubauen. Und ich muss auch sagen, ich habe dieses Klicken zwischen den beiden auch nicht so richtig gefühlt. Also die Chemie war nicht so ganz da. Und das wird dann natürlich schwierig, wenn man die Figuren nicht so richtig shippt. Also trotzdem war es eine schöne Geschichte. Ich habe 3,5 Sterne gegeben. Es war halt nichts Spektakuläres dabei, nichts, was wirklich erinnerungswürdig war. Und ja, es hat einfach keinen Eindruck hinterlassen können. War dennoch schön geschrieben, es war ganz nett. Aber ja, ich muss mal schauen. Ich habe, glaube ich, von Emily Henry noch ein Buch bei mir liegen. Mal schauen, ob es da ein bisschen anders aussieht, ob mich die Geschichte eher abholen kann. Und dann schaue ich mal. Also ja, ich hatte mir irgendwie etwas à la Elly Hazelwood gewünscht. Ja, das war wahrscheinlich einfach dieses naive Vorstellungsdenken und die Suche nach einer weiteren Elly Hazelwood. Aber ja, man kann Elly Hazelwood nicht kopieren. Ja, es war wahrscheinlich einfach der Wunsch, weil ich den Monat davor eben was von Elly Hazelwood gelesen habe und ich so ein bisschen wieder in die Romance-Richtung gegangen bin. Aber es ist jetzt auch kein kompletter Fehler. Von daher hat es schon Spaß gemacht. Dann ging es wieder in eine komplett andere Richtung, also wirklich komplett, komplett andere Richtung. Und zwar wollte ich wieder Richtung Thriller gehen. Und da ist mir dieses Büchlein in die Hände gefallen. Und zwar ist es How to Kill Your Family von Bella Mackie, von Heine Hardcore. Und das Cover und einfach die Buchaufmachung ist ja schon unglaublich spannend und interessant. Dadurch ist es ein richtiger Eyecatcher. Und die Geschichte dahinter ist natürlich auch nicht zu verachten, denn es geht hier um Grace und um ihre Rachefantasien, die sie aktiv auslebt. Denn Grace Mutter wurde ziemlich jung schwanger und ihr Vater hat sich dann einfach aus den Staub gemacht. Später erfährt Grace dann, wer ihr Vater eigentlich ist, denn es ist ein sehr, sehr reicher Mann in der Londoner High Society hoch angesehen und hat natürlich mit Grace Mutter nichts, will mit ihr nichts zu tun haben. Er hat seine eigene Familie, seine Frau und seine Tochter und ja, und lässt Grace Mutter und sie links liegen. Egal wie sehr sich auch Grace Mutter bemüht, den Kontakt in irgendeiner Weise aufrechtzuerhalten, denn ja, ihr geht es selber dann zunehmend schlechter und Grace Mutter stirbt dann auch und Grace macht diesen Mann dafür verantwortlich, beziehungsweise die gesamte Familie Artemis, um die es ja geht. Und so nimmt Stück für Stück ein Plan in ihr, also in gewisser Weise ein Plan in ihr Form an, nämlich sie möchte sich an der gesamten Familie rächen
für das, was ihr und ihrer Mutter angetan worden ist. Und ja, so wird sie zur Serienmörderin und wir begleiten Grace hier auf ihrem Rachefeldzug von den Großeltern über den Onkel, bis sie sich dann ganz am Schluss natürlich ihrem Vater widmen will. Dabei ist noch ganz spannend, dass wir hier einmal ihre Erzählung haben, wie sie vorgeht oder plant vorzugehen, ihre einzelnen Familienmitglieder zu töten. Und andererseits haben wir dann noch den Erzählstrang, während sie im Gefängnis sitzt, aber für ein Verbrechen, das sie überhaupt nicht begangen hat. Und das ist echt ein spannender Aufzieher. Also es geht direkt am Anfang los, man erfährt dann, aha, okay, sie sitzt im Gefängnis, also muss es ja irgendwo dann nicht funktioniert haben. Aber nein, sie ist ins Gefängnis gegangen für einen ganz anderen Mord. Oder für einen Mord, den sie nicht begangen hat. Und das war wirklich spannend. Also trotz eines etwas distanzierteren Schreibstils habe ich sehr mitgefiebert, wie sie diese Pläne und diese sehr innovativen Morde umgesetzt hat. Denn natürlich sollte am Ende nicht der Eindruck entstehen, oho, Serienmörder ist unterwegs, macht euch gefasst, sondern dass diese Morde erklärbar sind als Unfälle. Und das fand ich richtig cool. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Was aber schwierig war, ist, trotz der Spannung, durch dieses Raten, warum sitzt sie denn jetzt eigentlich im Gefängnis, was hat dazu beigetragen und darauf wartet man so ein bisschen, läuft der Rest ziemlich geschmiert. Also wirklich, Komplikationen gibt es, wenn dann nur minimal, ansonsten ist alles ziemlich gut durchdacht und funktioniert reibungslos. Und das hat mich tatsächlich gestört. Ich hätte mir da ein bisschen mehr Nervenkitzel gewünscht, ein bisschen mehr Aufregung. Und das hat mir es dann am Ende ein kleines bisschen kaputt gemacht. Aber das Ende tatsächlich habe ich so nicht kommen sehen. Es war sehr originell, auch wenn es sie dann ein bisschen, ich will nicht sagen, in einem anderen Licht dargestellt hat, aber das, was sie gemacht hat, das hat das alles ein kleines bisschen herabgesetzt in gewisser Weise. Das würde ich schon sagen. Ich fand es innovativ, sehr spannend, aber es hat auch das, was sie vorher alles gemacht hat, ein bisschen herabgesetzt. Also es war so ein zweischneidiges Schwert, trotzdem spannend, interessant, faszinierend, was die Art der Morde angeht. Aber eben zu gleichförmig, zu linear, zu nicht vorhersehbar, aber zu geschmiert. Einfach zu geschmiert. Und die Figuren, muss man auch sagen, die Familienmitglieder, an denen sie sich rächt, werden ja auch beschrieben und erklärt, was so deren Charakter ist. Und die sind so eindimensional dargestellt und so plakativ dargestellt, dass es einem dann halt auch am Ende so gut wie nicht leid tut. Und das ist echt ein bisschen schwierig. Ich hätte mir da mehr Tiefgang gewünscht. Dennoch ziemlich cooles Buch. Ich habe dem Buch 4 von 5 Sternen gegeben, weil ich das in der Art eben noch nicht gelesen hatte. Und also wirklich ein cooler Thriller für zwischendurch. Liest sich auch ruckzuck weg. Also wer mal was anderes lesen möchte im Thriller-Genre und jetzt nicht die tiefgründigen Ansprüche hebt, der hat mit dem Buch definitiv auch eine gute Zeit, eine gute Unterhaltung. Dann komme ich nun zu einem Buch, das jetzt erst vor wenigen Tagen auf Deutsch bei Knauer erschienen ist und das ich schon, ich glaube, einen Monat vorher knapp, selbst als Ausgabe bekommen habe. Und ich war schon das ganze Jahr über gespannt auf dieses Buch und musste es dann natürlich auch direkt lesen. Und zwar geht es um The Book of Night von Holly Black in dieser richtig, richtig schönen Illumicrate-Ausgabe, also wirklich auch sehr dunkel. Ich mag auch hier, dass es diesen Kontrast zwischen hell und dunkel gibt und dass das Buch an sich in so einem Grauton gehalten ist, wir dann aber die Nacht und den Schatten dann so auf dem Cover sehen können. Ein wunderschönes Buch, ich liebe es. Aber das Buch selbst hat mich so ein bisschen zwiespältig zurückgelassen. Aber erstmal zur Geschichte. Und zwar geht es in dem Buch um Charlie Hall. Sie ist oder war
eine erfolgreiche Diebin und hat ja für oder Aufträge erledigt, durch die sie sich einen gewissen Ruf erarbeitet hat. Doch diese Zeit, wir sind dann an einem Punkt in der Geschichte gleich zu Beginn, bei dem sie auch klipp und klar stellt, dass diese Zeit vorbei sei und dass sie sich da auch nicht wieder hineinziehen lassen möchte. Denn sie lebt mittlerweile mit ihrem Freund Vince und ihrer Schwester Posey in einer Wohnung und hat auch ein regelmäßiges Einkommen durch ihren Job in einer Bar. Und das ändert sich alles, als eines Abends ja eine junge Dame zu ihr kommt, die sie entfernt aus ihrem Freundeskreis auch kennt, Doreen. Und es ist ein offenes Geheimnis, was Charlie einst gemacht hat, wodurch sie einen gewissen Ruhm und eine gewisse, wie nennt sich das, einen gewissen Namen sich gemacht hat. Und ihr Mann Adam, Doreens Mann Adam, ist verschwunden und gibt auch in gewisser Weise Charlie die Schuld daran, denn Adam hat sich dann in diese Position oder wollte sich dann diesen Ruf von Charlie annehmen und ebenfalls so gut, wenn nicht gar besser als Charlie werden und gibt sich nun selbst gewissen zwielichtigen Aufträgen hin. Ja, und so ist Charlie in gewisser Weise gezwungen, auch weil sie diesen Nervenkitzel einfach nicht widerstehen kann und will herausfinden, ja, wo ist Adam, was macht er und in was ist er da eigentlich hineingeraten und er soll dann einfach zurück zu Doreen kommen. Das ist so die Grundstory. Nun kommen wir zu dem Magischen dahinter. Und zwar sind wir hier in einer Welt, in denen ab einem gewissen Punkt es möglich war, dass Schatten von Menschen belebt werden können oder ja, belebt sind. Das muss man sich wirklich so vorstellen. Der Schatten, der eigentlich immer Teil des Menschen ist, entwickelt ein eigenständiges Dasein. Also noch nichts. Es gibt unterschiedliche Stufen, wie dieser Schatten belebt werden kann und wie eigenständig dieser Schatten auch handeln kann. Und dann gibt es bestimmte Ausprägungen. Also mit diesem belebten Schatten geht auch eine gewisse Magie einher. Und es gibt dann ja, bestimmte Gruppierungen, die sich auf eine Form der Beeinflussung dieser Schatten spezialisiert haben. So kann man es wahrscheinlich etwas konkreter beschreiben. Und zwar gibt es da die Alterationisten, die können Schatten kosmetisch umformen und ja, und damit auch gewisse Gefühle bei den Menschen hervorrufen und auch starke Gefühle hervorrufen. Und ja, und damit auch Menschen beeinflussen. Dann gibt es Carapacer. Sie können ihre eigenen Schatten dazu bringen, dass man auf ihnen fliegen kann oder dass diese Schatten Flügel entwickeln und dann tatsächlich ja, abheben können. Dann gibt es noch Puppeteers und sie schicken ihre Schatten aus, um ja, Dinge für sie im Geheimen zu tun. Und dann gibt es noch die Masks und das sind dann jene, die so die Wissenschaftler dahinter sind. Sie wollen alles erkunden, sie wollen die Geheimnisse hinter den Schatten erkunden und aufdecken und das egal um welchen Preis. Also die sind da auch sehr skrupellos und wollen es alles für ihre eigene persönliche Macht aufdecken und lernen und genau, das ist so ein bisschen die Richtung, in die es da geht und das alles hat auch mit einem gewissen Buch zu tun, das gestohlen worden ist von einem sehr mächtigen Mann, Lionel Salt. Ihm gehörte das Liber Noctem, ein Buch, das berüchtigt ist für eine bestimmte Art. Und zwar soll es etwas beinhalten, das dazu führt, oder ein Rezept beinhalten, um seinen Schatten lebendig zu machen, ihm ein Bewusstsein zu geben. Und dieses Buch ist verschwunden und Lionel Salt will das natürlich zurückhaben. Und da spielt dann natürlich Adam eine gewisse Rolle. Und weil Charlie sich um Adam kümmern muss, schlittert da auch Charlie so rein und muss sich mit Ereignissen aus ihrer Vergangenheit auseinandersetzen. Denn sie und Lionel Salt sind sich mal begegnet. Und das hat unschön geendet. Und ja, mehr will ich gar nicht weiter vorausnehmen. Ich muss sagen, ich bin etwas zwiespältig, denn einerseits
bin ich unglaublich fasziniert von dem Magiesystem, also diese Schattenmagie und wie Schatten beeinflusst werden können, wie Menschen mit ihren Schatten umgehen und was Schatten alles vollbringen können. Das hat mich wirklich auch mindestens drei Viertel des Buches oder ein bisschen so knapp über die Hälfte durch das Buch getragen, denn die Geschichte um Charlie selbst hat ganz schön lange auf sich warten lassen, bis so wirklich spannende Dinge passiert sind. Also wirklich erst gegen Ende konnte ich mit Charlie als Charakter mehr anfangen, mit ihrer Geschichte mehr anfangen. Man erfährt dann auch immer so in einzelnen Rückblenden, was in ihrer Vergangenheit passiert ist. Und erst so Stück für Stück für Stück konnte ich mich da auch mehr hineinfühlen. Und die Geschichte hat dann auch erst so wirklich an Fahrt aufgenommen. Also man hat das Gefühl, man hat schon gewisse Puzzleteile vor sich liegen, aber die scheinen zu einem komplett anderen Puzzle zu gehören. Und dadurch war das für mich lange, lange, lange so, worauf soll das hinauslaufen? Und dadurch ist auch ein bisschen mein Interesse einfach auf der Strecke geblieben. Dazu, das kann doch eigentlich nicht mehr wirklich was werden. Und Gott sei Dank habe ich durchgehalten, Gott sei Dank habe ich das Buch bis zum Ende durchgehalten und konnte dann auch Charlie besser ertragen, denn man muss schon sagen, dafür, dass sie von Anfang an sagt, dass sie mit dieser ganzen Geschichte abgeschlossen hat, ist sie aber erstaunlich stark davon überzeugt, dass sie sowieso nicht anders kann, dass sie Probleme anzieht wie die Motten, das Licht die Motten und dass sie sowieso nichts dagegen tun kann und ihre ganzen Bemühungen, ein normales Leben zu führen, sowieso dem zum Scheitern verurteilt sind und dass das in ihrer Natur liegt und das wird so häufig wiederholt. Das ist so ein eigenes Mantra. Also wenn man hat das Gefühl, sie redet es sich so oft ein, dass es dann auch wahr wird. Und dann braucht sie sich halt auch nicht wundern. Und das hat mich manchmal ganz schön genervt. Charlies Art einfach. Ja. Das war, glaube ich, mein Hauptproblem, das Reinkommen in die Geschichte. Charlie war schwer greifbar am Anfang und auch die Welt um sie herum war erst sehr schwer greifbar. Und erst am Ende konnte das Buch so richtig durchhauen und hat mich jetzt auch sehr neugierig gemacht, weiterzulesen. Also jetzt möchte ich natürlich dann auch weiterlesen, definitiv. Und das Buch hat am Ende von mir 4 von 5 Sternen bekommen, wobei es nach dem ersten also nach also drei Viertel des Buches, so drücken wir uns da jetzt aus, echt so bei 2,5 bis 3 Sternen rumgedümpelt ist. Da seht ihr mal, wie viel Macht das Ende eines Buches haben kann. Dass ich dann am Ende gesagt habe, nein, mit dem Ende ist es definitiv wieder ein 4-Sterne-Buch geworden. Ich denke auch, dass ich den Anfang besser verstehe, jetzt mit dem Hintergrund, mit den Hintergründen, die am Ende herausgekommen sind. Und da glaube ich, wird es auch nochmal bestätigen. Ich weiß ja, ich glaube, das neue Buch ist ja noch gar nicht angekündigt, weil hier soll es ja dann auch weitergehen. Von daher, ja, werde ich sowieso nochmal lesen müssen. Ja, dann werden wir mal schauen, was so alles bei rumkommt. Zwiespältig, aber am Ende doch noch die Kurve gekriegt und damit ein gutes Buch und damit auch empfehlenswert. Ja, sagt mir doch gerne, falls ihr schon Book of Night gelesen habt, was ihr zur Geschichte sagt. Und wie ihr ja Charlie und ihren Charakter wahrgenommen habt. So. Jetzt kommen wir zu einem Buch, das ich wieder relativ schnell abhandeln kann, denn dazu haben wir wieder einen Livestream. Und zwar unseren kürzlich erst ja, erfolgten Livestream zu The Atlas Six von Olivier Blake. Und zwar ist es auch noch diese richtig, richtig schöne Bücherbüchse-Ausgabe, die ich so toll finde. Und ich bin so froh, dass ich dem Buch durch unsere Leserunde nochmal eine Chance gegeben habe. Denn ich habe es ja schon mal angefangen zu lesen vor einigen Monaten. Da war ich noch in Frankfurt und ich kam irgendwie überhaupt nicht in die Geschichte rein. Die Figuren waren mir egal. Es hat mich null fasziniert. Und dann habe ich dieses Buch jetzt nochmal angefangen zu lesen und es war einfach nur wow. Einfach nur wow. Die Grundstory ist erstmal, dass wir hier 6 Auserwählte haben. Sie sollen Anwärter werden, Teil der alexandrinischen Gesellschaft zu werden, denn die Welt, in die wir hier einsteigen,
ist ja von Magie geprägt. Es gibt Medea, das sind Menschen mit besonderen magischen Fähigkeiten. Und diese sechs, die hier ausgewählt worden sind, gehören zu den besten auf ihren jeweiligen magischen Fachgebieten. Und so werden sie als Anwärter erstmal aufgenommen und sollen sich ein Jahr lang dieser Lehre und ihrem Studium hingeben, bis dann am Ende des ersten Jahres fünf von ihnen weiterkommen und dann Teil der Gesellschaft werden. Also einer wird definitiv dieses Jahr nur verbringen können und danach wird er die Gesellschaft wieder verlassen müssen. Ja, und das ist so die Geschichte dahinter. Wir haben es hier mit sechs sehr starken Persönlichkeiten auch zu tun. Und zwar sind es Libby Rhodes, Nicholas de Verona, dann Parisa Kamali, Callum, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie er mit Nachnamen heißt, Tristan Cain, und wen haben wir denn noch? Rayna Mori müsste es noch sein. Also mehr schlecht als recht, die Personen zusammengezählt. Und wir begleiten hier auch alle Personen aus ihrem Blickwinkel. Und es ist ein sehr charakterzentriertes Buch. Dementsprechend, ja, muss man sich darauf einlassen, dass hier vor allen Dingen die Dynamiken zwischen den Figuren im Mittelpunkt stehen und auch recht theoretische oder sehr theoretische Aspekte ihrer Magie, die aber trotzdem auch gewirkt werden. Also es ist jetzt nicht nur trockene Theorie, sondern sie versuchen sich da auch in bestimmten Thematiken und bestimmten Ergebnissen da mit ihrer Magie umzugehen. Und das ist ziemlich, ziemlich cool gewesen. Mehr dazu auf jeden Fall in unserem Livestream. Ich habe es jetzt wirklich nur ganz schnell runtergebrochen, weil das Video geht wahrscheinlich jetzt schon über eine Stunde. Ja, und hier kann ich mich ja ein bisschen erleichtern. Ich habe dem Buch am Ende 4,5 von 5 Sternen gegeben. Einfach weil ich am Ende etwas, also das Ende fand ich ein bisschen unschön. Das war für mich nicht ganz rund und ich hätte gerne einen Faktor nicht erfahren, den es jetzt schon gab. Und habe die Befürchtung, dass ich dadurch gehemmt bin, auch direkt weiterzulesen. Also es hätte für mich das Ende noch spannender gemacht, wäre dieser Faktor nicht bekannt gewesen. Ja, und dadurch war es das Ende dann ein bisschen mit so einem kleinen Geschmäckle. So viel zu The Atlas Six von Olivier Blake. So, dann, ich weiß, ich rase jetzt ein kleines bisschen durch, aber naja, so ist es halt. Dann ein kleines süßes Kinderbuch, das auch Franzi vor nicht allzu langer Zeit in die Kamera gehalten hat. Und dann ist mir eingefallen, das habe ich doch auch da. Und da wir Oktober hatten und das Halloween ja nicht weit entfernt war, dachte ich mir, oh ja, Barbara Cantini. Das sollte mal wieder zur Hand genommen werden. Und zwar geht es um Oskar und Ophelia, Flugstunde mit Kater. Und es geht auch um die beiden Figuren, Oskar, der kleine Kater, und Ophelia, eine kleine Hexe. Und hier geht es darum, dass Oskar scheinbar ein ganz normales Kätzchen ist, doch irgendwie will es nicht klappen, er findet kein Zuhause. Und das liegt an einer ganz bestimmten Eigenschaft von ihm, denn wenn er sich etwas ganz, ganz doll wünscht, dann macht es Puff. Und er hat sich verwandelt. Also er kann sich dann so kleine Kunststückchen, kleine Zauberkunststückchen erlauben. Zum Beispiel, ja, genau. Er sieht hier diese kleine Ballettschule und denkt sich, oh ja, es wäre so cool, wenn er ein Ballettkater wäre. Und dann macht es Puff. Und dann hat er sich mit einem kleinen Tütü in die Ballettstunde gemogelt. Und wie man sieht, ist das alles nicht ganz so verlaufen, wie er sich das vorgestellt hat. Ja, und so ist es für ihn halt auch sehr schwierig, dann sein Zuhause zu finden. Bis er eines Tages ja, Ophelia begegnet. Denn Ophelia ist kurz vor ihrer Flugstunde, vor ihrer Hexenflugstunde. Und die kann sie nur durchführen, wenn sie halt noch einen Begleiter bekommt, einen Kater. Wie ihre Großeltern, wie ihre Großmutter auch. Und ja, und so wartet sie auf ihren Kater. Und irgendwie läuft ihr dann Oskar über den Weg und sie merkt, ja, dass da funkt ist, das könnte mein Kater sein. Und ja, und so beginnt ein kleines süßes Abenteuer rund um die erste Flugstunde von Ophelia zusammen mit Oskar. Sehr süß, es ist wieder unglaublich detailreich auch gemacht. Schön illustriert. Wir haben hier auch, gerade wenn es um Ophelia geht,
Wieder wunderschöne Zeichnungen. Der Kater ist unglaublich süß, der kleine Oscar. Und ja, einfach großartig für zwischendurch. Eine tolle Vorlesegeschichte, wunderschön illustriert. Durch Franzi habe ich ja schon so viel entdeckt, so viele tolle Bücher. Und für Barbara Cantini bin ich da auch sehr, sehr dankbar, dass dieses Büchlein bei mir einziehen durfte. Ja, und natürlich auch gelesen wurde. Da bin ich auch volle Wertung, also 5 von 5 für Oscar und Ophelia. Also es war wirklich eine sehr süße Geschichte. Genau. Dann kommen wir zum dritten Band einer sehr, sehr süßen und absolut zuckrigen Geschichte. Und zwar geht es um den dritten Heartstopper-Band von Alice Oseman, bei Löwe erschienen, beim Löwe Verlag, der das ja jetzt hier einem nach den anderen rausfeuert. Also gefühlt vergeht kein Monat, ohne dass irgendwas aus dem Heartstopper-Universum erscheint. Oder zumindest alle 2 Monate kommt immer frischer Nachschub. Und ja, jetzt wollte ich die Graphic Novel weiterlesen, hat sich natürlich ruckzuck weglesen lassen. Also es ist unglaublich schön illustriert. Die Geschichte ist zuckersüß und ich will jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen von der Geschichte, aber es geht nach Paris. Die Klassenfahrt ja, steht vor der Tür und Nick und Charlie sind sich noch nicht so richtig sicher, wie das gerade so zwischen ihnen aussieht. Und ja, und so geht es dann halt in die nächste Runde. Es kommen neue Probleme ans Licht. Also wir bewegen uns jetzt nicht mehr nur auf der Ebene, wie ist gerade der Beziehungsstatus, sondern es werden auch persönlichere Probleme ausgepackt. Was ich sehr spannend fand und auch sehr wichtig, solche Probleme mit anzusprechen. Genau, man lernt auch die ein oder andere Nebenfigur etwas genauer kennen. Ja, Elet, Tau und auch Elle lernt man besser kennen. Und ja, mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Es ist eine zuckersüße Geschichte. Man hat viel Spaß mit der ganzen Clique. Gerade auch mit Nick und Charlie. Es ist einfach so süß. Ich bin gespannt, wie es dann in Band 4 weitergeht. Und dann gibt es natürlich auch noch die kurzen Novellen. Da kommt jetzt auch eine kleine Wintergeschichte raus. Und es kam ja jetzt vor nicht allzu langer Zeit noch so eine kleine Novelle zu Nick und Charlie raus. Also das wird dann alles noch gelesen, aber erst möchte ich noch den vierten Band lesen und dann geht es dann mit den kürzeren Geschichten weiter. Und ja, ich habe sehr viel Freude mit dem ganzen Heartstopper-Universum und freue mich jedes Mal über ein neues Buch. Hat natürlich 5 Sterne gekriegt. So, und dann hat sie ja auch direkt seinen Regalplatz. Und jetzt kommen wir noch zu 2 Büchern. Ich habe sie gesehen und ich hätte echt nicht gedacht, dass sie so toll umgesetzt worden sind. Und zwar geht es beide Bände, die ersten beiden Bände sind zeitgleich erschienen. Ich zeige euch gleich erstmal nur den ersten. Und zwar geht es um eine richtig, richtig tolle Hades und Persephone-Adaption. Und zwar ist es Lore Olympus. Ihr habt vielleicht schon das ein oder andere Mal davon gehört. Gab es ja im Englischen schon etwas länger von Rachel Smith. Und ist ja der Comic oder die Graphic Novel gewisserweise zu Lore Olympus, was als Webtoon, glaube ich, existiert. Und in diesem Band sind die Episoden 1 bis 25 drin. Und genau, das ist so die Grundstory, also nicht die Grundstory, aber der Aufbau. Wir haben eine Farbgebung und auch eine Art Zeichenstil, mit dem man, glaube ich, auch zurechtkommen muss. Also wer den Zeichenstil und die Darstellung der Figuren nicht so mag, der wird da seine Probleme haben. Wir haben hier sehr knallige Farben auch, was ich aber richtig, richtig toll dargestellt finde. Und ja, von den Geschichten her viel, viel Tolles dabei. Wir haben auch nicht den gesamten Fokus nur auf Persephone und Hades. Wir haben auch den Fokus auf Göttinnen und Göttern drumherum. Und auch einen Teil ihrer Geschichte erfährt man. Und ja, und hier geht es vor allen Dingen um, also Grundstory ist natürlich trotzdem die Geschichte rund um Persephone und Hades. Persephone ganz jung, erst 19 Jahre alt, Hades 2000, über 2000 Jahre alt. Und sie ist im Reich der Sterblichen aufgewachsen. Ihre Mutter wollte sie da beschützen und hat nun ein Stipendium für Hestias Kreis der jungfräulichen Göttinnen bekommen.
Und auf einer Party, ja, kommt es dazu, dass sie auf unschöne Weise bei Hades landet. Denn es gab da einen kleinen missgünstigen Augenblick einer anderen Göttin und die hat das so inszeniert, dass Persephone am Ende bei Hades erwacht ist. So lernen sich die beiden kennen und ja, und irgendwie ist Hades sofort von ihr fasziniert, genauso wie Hades Persephone nicht aus dem Kopf gehen kann. Aber natürlich gibt es da einiges an Stolpersteinen, die zwischen den beiden stehen und das wird dann hier etwas genauer beleuchtet. Das sind wirklich wunderschöne Bücher. Buch 2 kann ich euch auch gleich noch mit zeigen. Und zwar ist es dann der hier. Ich habe auch beide hintereinander weggelesen. Ja, werde ich, glaube ich, auch immer mal wieder lesen. Es ist einfach rein optisch wirklich wunderschön. Es geht hier auch um eine sehr moderne Adaption. Also es gibt hier Handys, es gibt Chats, es gibt Paparazzi mit Kameras und ja. Also eine sehr, sehr coole Welt, die mir viel Spaß gemacht hat. Also kann ich euch sehr empfehlen. Schaut es euch einfach mal an. Man kann ja in jeder Buchhandlung mal kurz durchblättern und schauen, ob das was für einen ist. Für mich bisher die beste Hades- und Persephone-Adaption, auch mit einem gewissen humoristischen Faktor mit drin. Mag ich sehr, aber auch die Tiefgründigkeit lässt nicht zu wünschen übrig. Ja, wenn man bedenkt, dass Touch of Darkness für mich wirklich unterirdisch schlecht war, ist das hier echt ein Balsam für die Seele, eine gute Hades und Persephone-Adaption zu lesen. Genau. So, und da habe ich jetzt ganz schön nochmal im Schnelldurchlauf durchgeballert. Tut mir leid, dass jetzt am Ende doch so ein bisschen schnell vonstatten ging. Die beiden Hades und Persephone-Bücher haben von mir 5 Sterne jeweils bekommen und sind für mich auch definitiv ein kleines Highlight im Monat gewesen. Ja, und das war es dann auch schon, mein Lesemonat Oktober. Ich habe ganz schön viel lesen können, aber wie ihr seht, die Anzahl an Büchern kann damit schon wieder re relativiert werden, da es ja auch eine Graphic Novel noch mit war. Dann hatten wir die Lore Olympus, den Lore Olympus Comic oder die Graphic Novel dazu. Genau. Und so relativiert sich das ein bisschen, weil schon allein 3 Bücher plus das Kinderbuch, also 4 Bücher, recht schnell zu lesen waren. Und ja, trotzdem freue ich mich. Es sind tolle Bücher gewesen. Es war ein genialer Lesemonat. Und ich hoffe, dass November genauso toll weitergeht. Schreibt mir gerne mal in eure Kommentare, ob ihr schon eines der Bücher selbst gelesen habt, ob es noch auf eurer Leseliste steht oder wie ihr die Bücher dann eben gefunden habt. Ich freue mich von euch zu hören und wünsche euch jetzt erstmal noch einen wundervollen restlichen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.